Beim heutigen Astroblick soll es um ein spannendes Phänomen gehen, das wahrscheinlich einiges in Bewegung setzen wird. Und zwar geht es darum, dass der Mars vom 21. August diesen Jahres, also 21. August, bis zum 26. März 2023 im Zeichen Zwilling verbringen wird. Und das ist für den Mars eine ungewöhnlich lange Zeit, der sonst so 1,5 Monate Pi mal Daumen in einem Zeichen ist. Also da merkt man dann schon, dass das schon eine sehr lange Aufenthaltsdauer ist. Und jetzt geht der Mars, der Pionier, dieses Urbild für Energie in den Zwilling rein. Und damit du diese Zeit ein bisschen besser fassen kannst, die Zeitqualitäten ein bisschen besser herleiten kannst, habe ich mir gedacht, ich mache da mal ein Video drüber. Was bedeutet denn das jetzt mal grundsätzlich? Wofür steht der Mars? Wofür steht Zwilling? Also das Zeichen Zwilling ist ja das Zeichen der körperlichen Funktionen, also alle Gelenke zum Beispiel, die Organe, also alles, was wie etwas funktioniert. Das ist die Grundfunktion auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite steht der Zwilling natürlich auch für das Denken, für die Kommunikation, für das Mitteilen. Auch für das Reden, mit dem Merkur kommt auch der Handel dazu, ja, also der geschäftliche Handel. Und da kommt jetzt der Mars rein. Und Mars ist ja auf der einen Seite Energie, Kraft, auf der anderen Seite auch impulsiv. Das kann natürlich im Negativen auch die Aggression, der Streit sein. Das ist halt ist so diese Widerenergie. Und die haben wir jetzt wirklich, also wenn wir jetzt zählen, August, September, Oktober, November, Dezember bis zum März, also 8 Monate lang im Zwilling. Was bedeutet das jetzt mal auf der grundsätzlichen Ebene? Wenn du Zwillingssonne bist, also wenn du als unter Anführungszeichen Sternzeichen Zwilling hast, dann schau einfach mal, wo deine Sonne steht, wo dann der Mars steht. Da kann es natürlich sein, dass du gereizter bist, dass du Stress hast, dass vielleicht auch oder dass du auch das Gefühl hast, irrsinnig viel neue Energie zu bekommen. Also im negativen Stress, im anderen so eine Pionierenergie, wo du sagst, ja, da gehe ich jetzt was an. Also wenn das mit der Sonne zusammenkommt, also das ist da durchaus möglich. Also darum schaust du einfach mal vielleicht als Zwilling, ja, findest du ja einen neuen Initialstart, ja, oder es kommt ein Stressendruck hoch. Was bedeutet Stressdruck? Das heißt ja nur, da steckt eine Energie, da sollte man vielleicht was ändern, aber man tut es aus gewissen Glaubenssätzen, Glaubensmustern, gewissen Vorstellungen heraus nicht. Man setzt sich zurück und da kommt dann ein bisschen natürlich der Stress raus. Wenn man Stress definiert, das ist eine Sache, die du machst, für die du aber nicht brennst, wo du keine Leidenschaft hast, dann entsteht wahrscheinlich Stress. Gut, das ist jetzt mal für die Zwillinggeborenen. Für alle anderen, was bedeutet denn diese Energie? Was bedeutet diese Energie mondan? Also ich habe schon gesagt, Körper. Ja? Also es steht auch für die Funktionen des Körpers. Mars ist im Körper natürlich auch Lebenskraft, Energie. Das heißt, Sport machen, ja, sportliche Energie in Bewegung kommen. Ich bleibe jetzt nur mal auf der körperlichen Ebene, wir gehen dann nachher noch in die Kopfebene. Also Sport machen, in Bewegung kommen, aktiv sein, neue Projekte auch angehen. Also das wäre da sicher gut. Im Schatten, im Negativen kann das aber auch heißen, eben die Entzündung. Ja, Mars ist die Entzündung, die Einschränkung der Funktion. Also achte einfach körperlich auch darauf, dass du wirklich in Bewegung bleibst, gesund in Bewegung bleibst, nicht übertreibst, ja, dass es nicht zu Entzündungen kommen kann. Und ja, dass du schaust, dass du vielleicht da auch wieder ein bisschen flexibler bist, wenn, ja, so wie bei mir, das Training ein bisschen eingeschlafen ist. Also das ist da sicher eine gute Zeit dazu für Mars im Zwilling. Das nächste, was dazu kommt, ist die geistige Ebene. Und da haben wir wieder so dieses neue Gedanken,
kreative Gedanken bringen. Und das deckt sich ja auch mit dem Uranus im Stier, da habe ich ein Video drüber gemacht schon, der jetzt auch noch wirkt, ja, wo man eben sagen kann, es ist eigentlich Zeit, raus aus diesem alten Konzept zu steigen und eine neue Vision zu erlangen, mit Uranus im Stier, neue Werte zu schaffen. Da ist jetzt Mars im Zwilling auch, der dich dazu aufruft, denk neue Gedanken, mach neue Schritte, geh vielleicht neue Projekte an. Denke klar. Mars ist auch eine gewisse Nüchternheit, eine gewisse Klarheit in dieser Energie drinnen. Also da kann man auch sagen, okay, ein bisschen buchhalten damit. Ja, also ein bisschen klarer, nüchterner Buchhaltung machen, sei realistischer. Also, aber trotzdem neu. Und das ist eben so, das wären so Gedanken, die der Mars in Zwilling da so aktiviert, so anregt. Vom Schatten her kann es natürlich auch sein, dass man ärgerlich ist, dass man leichter streitet, ja, dass es zu Unfällen auch kommen kann. Also das ist natürlich eine geladene Energie, wo du einfach schaust, dass du dich bitte fokussierst, dass du da klar bleibst, dass du auf Kurs bleibst. Denn da ist natürlich Mars-Zwilling auch ja, gestresst. Und wenn man das jetzt auf die Wirtschaft bezieht, also Mars im Zwilling auf die Wirtschaft bezogen, dann kann es natürlich sein, dass der Handel unter Stress gerät. Das kann sein, dass da manche Sachen vielleicht nicht so kommen. Was kann denn sein? Also was kann sein, was auf den Handel Druck ausübt? Ne? Man kann zum Beispiel das Gefühl haben, man hat nicht so viel Geld, wie man es gehabt hat. Man hat da ein bisschen einen Druck drinnen. Man ist aufgefordert zu neuen Aktionen, also Aktionen zu setzen. Da würde ich auch schauen, wenn du Themen hast mit dem Geld, wenn du irgendwo Schulden hast, dann informier dich einfach mal. Dann geht es darum, da Schritte zu setzen, klar zu sein, vielleicht auch neue Wege zu gehen, ich sage jetzt einfach mal umzuschulden oder eine Beratung zu holen, aber einfach mal da klare Schritte zu setzen auch. Dazu ruft Mars auf, wenn da irgendwo so ein Druck drauf ist. Ja? Also auch so vom Handel her. Ja? Das nächste, was auch eine Energie ist, ist eine gewisse Reizüberflutung kann entstehen bei Mars und über Zwilling natürlich auch. Wie gesagt, das sind Zwilling ist ja auch Zeitung, Informationen, was wir so aufsammeln. Ja? Also man kann sich das ja so vorstellen, wie ein Kind, das immer fragt, warum ist das so? Warum ist das so, Mama? Warum ist das so? Also Zwilling so als Symbol. Ne? Und jetzt ist das so übertrieben, dass wir also übertrieben auf irgendeine Recherche gehen und sagen, jetzt suche ich das, jetzt schaue ich mir das Video an, jetzt lasse ich mir die Informationen zukommen und da sammle ich noch was und da noch was, wo man vor lauter Bäumen den Wald dann schon nicht mehr sieht und wo man da übertreibt. Ja? Also auch ganz bewusst natürlich Social Media Konsum, Medienkonsum, sowieso sollte immer eine gewisse Klarheit, eine Bewusstheit drinnen sein. Medien werden deine Angst nicht lösen. Also du kannst das einfach kontrollieren. Wann hast du das letzte Mal die Zeitung aufgeschlagen und hast du gesagt, jetzt fühle ich mich richtig gut? Wann hast du das letzte Mal die Nachrichten gesehen und hast gesagt, jetzt fühle ich mich aber wirklich besser? Und was haben diese Informationen wirklich zu deinem Leben beigetragen? Kannst du dir stellen, diese Fragen, und dann überlegen, ob man da vielleicht ein bisschen anders konsumieren sollte. Ja, das ist alles so dieses Paket und das begleitet uns jetzt wirklich eine Zeit lang. Also diese Grundenergie Mars im Zwilling begleitet uns wirklich. Und wir werden da auch merken, dass da einiges wahrscheinlich auch noch in Umbruch kommt, auch von unserem Denken her. Ja, schauen wir einfach mal, was sich da tut. Es ist auf jeden Fall nichts, wo man sagt, okay, wieder, man muss sich da jetzt keine Sorgen, keine Angst machen. Das ist halt nur mal eine Grundenergie. Und ich wollte das Video machen, weil man es ja hört, eben der Mars ist so lange im Zwilling, was kann das bedeuten, dass da ein bisschen Klarheit herrscht. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du irgendwelche Astro-Themen hast, die du bearbeitet haben möchtest, dann schreib es mir in die Kommentare. Lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video und danke fürs Dranbleiben, danke fürs Zuschauen, dein Oliver Ereni, bis nächstes Mal aus dem wunderschönen Linz. Tschüss.